Moin, mein Name ist Alvo, ich bin im Wald unterwegs und heute zeige ich dir dreimal günstige und praktische Ausrüstungsgegenstände oder auch der 18. Flotte Dreier. Bevor das Video beginnt, schreibe gerne deine Tipps unten in die Kommentare für günstige Ausrüstung. Wo hast du denn so dein letztes Stäbchen gemacht? Als erstes heute ein Multitool-Messer für einen wirklich guten Preis, das Sanmax GH. Dieses Messer ist vergleichbar mit dem Victorinox Huntsman und kostet auf Gearbest ungefähr 5 Euro, je nach Aktion. Es bringt aber auch noch andere, teils unkonventionelle Funktionen mit, doch zuerst die harten Fakten. Das Messer wiegt 140 Gramm bei einer Größe von 9,5 x 2,8 x 2,2 cm. Verwendet wurde rostfreier Stahl und G10 für die Griffschalen. Die Klinge ist ausgefaltet, knapp 7 cm lang und das ganze Tool ist dann knapp 17 cm lang. Es gibt in dem Tool die eben erwähnte Klinge, eine Schere, eine Säge, einen Dosenöffner mit kleinem Schlitzschraubenzieher, einen Karabiner, einen Kapselheber mit größerem Schlitzschraubenzieher, einen Korkenzieher und einen Kreuzschraubenzieher. Die Griffschalen sind gut verarbeitet und schließen rund ab. Die Gebrauchsschärfe der Klinge ist ordentlich und die Schere schneidet vernünftig. Die Säge ist für wirkliche Sägearbeiten natürlich viel zu klein, aber für einen dünnen Ast reicht es dann. Alles in allem ein gut verarbeitetes Messer für einen sehr guten Preis. Mein neues Multitool in meiner Waldtasche. Die Links zu diesem Tool und einem Victorinox Vergleichstool habe ich euch in die Beschreibung gepackt. Ebenfalls klein und nützlich sind Taglocks, diese kleinen Gürtelhalterungen für die Messerscheide. Sie werden genutzt, um das Messer schnell vom Gürtel abzuklippen und auch um es an verschiedene Orte zu bekommen, zum Beispiel dem Trageriemen vom Rucksack oder hinten an den Gürtel quer. Für verschiedene Modelle gibt es verschiedene Preise von 5 bis 15 Euro. Dieser Taglock von Bladetech ist knapp 8 cm lang und wiegt 45 Gramm. Das Material ist ein glasfaserverstärkter Kunststoff und ist die große Ausführung. Die nötigen Befestigungsschrauben werden mitgeliefert. Der Mechanismus ist eine Doppelsicherung. Zuerst schiebt man den Bügel hoch und dann drückt man die oberen Ränder zusammen und zieht sie aus der Lasche. Ein nützliches Gadget für den ein oder andere flexible Messerlösung mit Variabilität. Eine Taschenlampe, die mich mittlerweile immer begleitet, wenn ich mehr Licht als von meiner kleinen brauche, ist die Sofirn SP32. Eine Taschenlampe, von der es bereits einen Nachfolger mit einer Zusatzfunktion gibt für knapp 35 Euro. Die Taschenlampe ist 13,4 x 2,4 x 3 cm groß und wiegt dabei mit Akku 222 Gramm. Dies ist also keine unbedingt kleine Taschenlampe für die Hosentasche. Sie wird mit einem 18650 Akku, der mitgeliefert wird, betrieben. Ebenfalls dabei ist ein kleines Ladegerät. Die Lumendaten sind laut Hersteller maximal 1200 mit 7 Modi. Echo, Low, Medium, Turbo, Strobe und SOS. Das Gehäuse ist aus Aluminium und die Lampe ist wasserdicht nach IPX8. Es wird ein Lanyard sowie zwei Dichtungsersatzringe mitgeliefert. In der neueren Version befindet sich ein Schalter, wie bei der älteren, vorne am Kopf sowie zusätzlich hinten. Die Lampe ist wertig verarbeitet und fühlt sich gut in der Hand an. Die Leuchtkraft des Turbo-Modus ist überzeugend und kam nach meinem Wissen auf jeden Fall an die 1000 ran. Bitte beachtet, bei zu langem Gebrauch wird im Turbo-Modus die Lampe heiß. Der Clip für den Gürtel macht einen stabilen Eindruck und ist praktisch versetzbar. Das Durchschalten der Modi geht leicht von der Hand bei dem gut verarbeiteten Knopf. Alles in allem eine Lampe, die ich gerne dabei habe, sobald ich mal etwas stärker ausleuchten möchte. Natürlich ist alles, was ich heute gezeigt habe, unten verlinkt. Das war der 18. Flotte Dreier oder dreimal günstige und praktische Ausrüstungsgegenstände. Schreibe gern unten in die Kommentare deine Tipps für uns Gear Junkies. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass dem Video doch ein Like da. Abonniere mich. Hier links und rechts oben findest du jetzt weitere Videos zu günstiger Ausrüstung und Loadouts. Hier unten auf dem kleinen Button kannst du mich abonnieren, falls du es noch nicht getan hast, für weitere Videos. Und ansonsten sage ich tschüss, tschüss, bis zu den nächsten Videos.